Es war einmal ein König. Der hatte drei Söhne. Zwei Söhne waren klug, aber der dritte war dumm. Deshalb hieß er Dummling. Der König war alt und schwach. Er überlegte, welcher von seinen drei Söhnen das Reich erben sollte. Der König nahm drei weiße Federn und ging vor das Schloss. Er pustete die Federn in die Luft und sagte: Folgt den Federn, und wer von euch mir den schönsten Teppich bringt, soll der König sein. Die eine Feder flog nach Osten, die andere flog nach Westen, nur die dritte Feder flog nicht weit und fiel gleich auf den Boden. Ein Sohn folgte der Feder nach Osten, ein Sohn folgte der Feder nach Westen. Nur der Dummling musste bei der dritten Feder bleiben. Deshalb lachten ihn seine Brüder aus. Der Dummling setzte sich hin und war traurig. Plötzlich sah er neben der Feder eine Falltür. Die Falltür war im Boden. Er öffnete sie, fand die Treppe und ging sie hinunter. Unten war eine Tür. Er klopfte an. Eine Stimme fragte: Wer ist da? Die Tür ging auf und der Dummling sah eine große, dicke Kröte. Und um die Kröte saßen viele kleine Kröten. Die dicke Kröte fragte: Was willst du? Der Dummling sagte zu der dicken Kröte: Ich brauche den schönsten Teppich. Die dicke Kröte sagte zu der kleinen Kröte: Bring mir die große Schachtel. Die kleine Kröte brachte eine große Schachtel. Die dicke Kröte machte die Schachtel auf und holte einen Teppich heraus. Die dicke Kröte gab dem Dummling den Teppich. Der Teppich war schöner als alle Teppiche auf der Welt. Der Dummling bedankte sich bei der Kröte und ging zurück zum Schloss. Die Brüder von Dummling dachten: Der Dummling ist dumm, er findet nichts. Wir machen es uns leicht. Die Brüder fanden alte Tücher auf dem Weg und sie suchten nicht weiter. Die Brüder brachten dem König die alten Tücher und Dummling brachte dem König seinen schönen Teppich. Der König staunte und sagte: Der Dummling wird König. Aber die Brüder von Dummling sagen zum König: Der Dummling ist dumm, er darf nicht König sein. Und die Brüder von Dummling baten den König um eine neue Aufgabe. Da sagte der König: Sucht den schönsten Ring. Der Sohn mit dem schönsten Ring wird König. Der König pustete drei Federn in die Luft und wieder flog eine Feder nach Osten, eine Feder flog nach Westen, nur die Feder vom Dummling flog wieder geradeaus neben die Falltür. Er ging wieder zu der dicken Kröte und sagte: Ich brauche den schönsten Ring. Die dicke Kröte sagte zu einer kleinen Kröte: Bring mir die große Schachtel. Die kleine Kröte brachte eine große Schachtel. Die dicke Kröte machte die Schachtel auf und holte einen Ring heraus. Sie gab dem Dummling den Ring. Der Ring glänzt und ist schöner als alle Ringe auf der Welt. Die Brüder vom Dummling denken: Der Dummling ist dumm, der Dummling findet nichts, deshalb machen wir es uns leicht. Die Brüder fanden alte Ringe auf dem Weg und suchten nicht weiter. Sie brachten dem König die alten Ringe. Und der Dummling brachte dem König seinen schönen Ring. Da sagte der König: Der Dummling wird König. Die Brüder vom Dummling sagen zum König: Der Dummling ist dumm, er darf nicht König sein. Und die Brüder baten den König um eine neue Aufgabe. Da sagte der König: Sucht die schönste Frau, der Sohn mit der schönsten Frau wird König. Der König und seine drei Söhne gingen wieder vor das Schloss. Der König pustete wieder drei Federn in die Luft und die Federn flogen wieder an dieselben Orte. Der Dummling ging wieder zu der dicken Kröte und sagte: Ich soll die schönste Frau nach Hause bringen. Die dicke Kröte antwortete: Das ist schwer, aber du bekommst die schönste Frau. Sie gab dem Jungen eine Rübe. Die Rübe war innen hohl. Vor die Rübe waren sechs Mäuse gespannt, so wie bei einer Kutsche. Der Dummling war traurig und sagte: Was soll ich damit? Die dicke Kröte antwortete: Setze eine kleine Kröte in die Rübe. Der Dummling setzte die kleine Kröte in die Rübe und plötzlich wurde die Rübe zu einer Kutsche. Und die sechs Mäuse wurden zu Pferden und die kleine Kröte wurde zu einer schönen Frau. Der Dummling fuhr mit der schönen Frau in der Kutsche zum Schloss.
Auch die Brüder vom Dummling brachten ihre Frauen zum Schloss. Aber die Brüder haben es sich wieder leicht gemacht. Die Frauen von den Brüdern sind hässlich. Da sagte der König: Der Dummling wird König. Aber die Brüder vom Dummling waren wieder dagegen. Deshalb baten sie den König um eine letzte Aufgabe. Der König war einverstanden. Jetzt sollen die Frauen durch einen Reifen springen. Schafft es die Frau von einem Sohn, dann wird dieser Sohn König. Zuerst sprangen die Frauen von den zwei Brüdern durch den Reifen, aber sie fielen hin. Dann sprang die Frau vom Dummling. Sie sprang so leicht wie eine Feder und die Frau vom Dummling schaffte es. So wurde der Dummling der neue König. Und wenn sie nicht gestorben sind, dann leben sie noch heute.